Ja, Mensch, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, was man denn alles noch Tolles für die Community, also für meine Zuschauer und die restlichen Leute hier draußen tun könnte. Und zwar kam mir dann in den Sinn, ja, ihr könnt mir doch ganz wunderbar mal was vorschlagen. Und zwar irgendwelche Mods für Total War-Spiele, wie ich ja gerade Third Age Total War Let's Play. Es gibt ja auch noch bestimmt irgendwelche andere Modifikationen für Rome Total War oder Empire. Ich weiß es nicht, also so genau weiß ich nicht genau, was es da alles an Mods gibt. Und dementsprechend seid ihr jetzt mal am Drücker. Falls ihr irgendwelche tollen Mods kennt, dann schreibt die mir bitte in die Kommentare und schreibt dann halt. Ja, irgendwie den Namen oder so. Dann werde ich mich mal darüber informieren. Und wenn das wirklich mal mein Interesse liegt oder überhaupt, ob ich das alles hinkriege mit Installation etc., dann wird das dann irgendwie eine Stunde oder so von mir gespielt und dann so eine Art Test, so ein Anspielen von dieser Modifikation. Und dann haben wir da auch irgendwie zwei, drei Videos von. Das wäre doch auch ganz schön. Oder auch irgendwelche Karten für alle Total War-Spiele, da könnt ihr auch mal gerne schreiben, was ihr denn da sehen wollen würdet. Also ich werde gerne sowas vorstellen immer und dann auch präsentieren für euch, damit ihr auch noch mal ein bisschen mehr mitentscheiden könnt als ohnehin schon. Das dürft ihr ja wunderbar bei mir. Ihr habt ja die Freiheiten zu entscheiden, was ihr sehen wollt etc. Außerdem könnt ihr mir gerne, falls ihr irgendwelche tollen Schlachten in Shogun 2 oder Fall of the Samurai Schlag, dann könnt ihr mir gerne die Wiederholung schicken und ich werde sie kommentieren mit meiner gesamten Euphorie, die ich auch beim Turnier an den Tag lege. Und dann werde ich das alles analysieren etc., damit ihr noch mehr von mir seht, wenn ihr auch was liefert. Da muss ich nicht immer mir Gedanken machen, sondern ihr haut mir eine Wiederholung ran an die E-Mail-Adresse, die auch schon beim Turnier bekannt ist, kerimgames@gmx.de. Und dann werde ich das alles kommentieren, etc. Wenn ihr was bringt, dann kommt von mir was Neues und wenn ihr nichts bringt, dann kommt auch nichts Neues. Ne? Also es bleibt dann bei den Projekten, etc. Also schickt mir Mods und Replays und dann werden wir da ordentlich was schaukeln. Ich hoffe, ich kann mich so erkenntlich zeigen und auch die Community weiterhin entscheiden lassen, was sie auf meinem Kanal sehen möchte. Dementsprechend bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.